Hallo Freunde, willkommen zurück zu Visions of Mana. Wir sollen die Göttin aufsuchen. Wir haben alles soweit erledigt. Sind jetzt dann selbst der Lichtgeweihte, also Raidle ist jetzt der Lichtgeweihte. Every word he said, every path he's trod. Oh, and I mustn't forget the events at Terratio. Aish is keeping himself very busy with his records. Yeah, well, it keeps him happy. I'm just glad he joined the convoy. Ja, solange er hinterherkommt. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt Seelenwächter und Geweihte. Also unglaublich. Alles in ein. Gut, wir rufen mit der Flöte in Wuskarf. Na, schauen wir jetzt dann. Das war so die Prämisse für mich, in den alten Gebieten wieder rein. Aber du schon nochmal Nebenquests haben wieder. Dann können wir das wieder machen und beenden. Wir haben hier das Liebste jetzt dann im Moment, wenn wir so machen. Damit wir alles schon mal erledigt haben. Das meiste halt. Ganz ehrlich, wir fangen bei der Wüste drüben an. Da hat der Watts wieder aufgeholfen uns. Dann müssen wir sowieso zu dem Leuchtturm. Zu der Stadt, wo das Archiv ist. Und da haben wir andere Nebenquests zum Erledigen. Also da werden wir als nächstes hinschwimmen, dass wir die gleich erledigen können. Das werden wir tatsächlich so haben. Also hier ist immer niemand, aber ich schaue mal, ob in der City jemand ist. Ja. Mods hat eine Nebenaufgabe. Ich habe mir das schon fast so gedacht, dass das so sein wird. Dann machen wir wieder so viel Nebenquests wie möglich. Egri, wo bist du? Wenn ich doch nur wüsste, ob du noch am Leben bist. Oh, ihr seid wieder da. Das kommt mir gerade recht. Ich wollte euch etwas fragen. Erinnert ihr euch noch an den Brief, den ihr letztes Mal gefunden habt? Das Mädchen, das ihn verfasst hat, Higri, hat ja geschrieben, dass sie hinaus in die Welt ziehen und sich weiterbilden wollte. Und ich überlege die ganze Zeit, wohin es sie verschlagen haben könnte. Wenn ihr auf der Suche nach Wissen und Bildung wärt, wohin würdet ihr gehen? Im Zweifelsfall in die dunklen Archive von Lograzzo. Zumindest gibt es dort mehr Bücher als sonst wo auf der Welt. Stimmt, das klingt einleuchtend. Kann ich euch um einen Gefallen bitten? Wenn ihr das nächste Mal in Lograzzo vorbeikommt, könntet ihr dann die Augen nach Higri offen halten? Sie ist die Tochter des alten Freundes von mir. Es würde mir unendlich viel bedeuten, wenn sie noch am Leben wäre. Wenn es ihr gut geht, dann könnte sie vielleicht nach Gucho zurückkommen. Und dafür müsstet ihr sie natürlich erstmal finden. Wie sieht's aus? Kann ich mich auf euch verlassen? Ihr freilich. Es ist vielleicht auch gar nicht so dumm, tatsächlich. Weil so können wir jetzt vielleicht sogar beide Quests erledigen. Aber wir müssen so oder so dorthin. Also, für die andere Nebenquest meine ich. Und von dem her würde das super passen. Jetzt haben wir gerade zwei auf einen Schlag, den wir dort erledigen könnten. Ja, das wäre tatsächlich super. Das machen wir auch. Schön, dass wir das immer wieder sehen dürfen. Da würde ich mir das zehnmal wünschen, wenn sie das einfach mal, ich weiß nicht. Ja, wenn das irgendwann halt einfach mal aufhören würde. Das ist. So können wir das gleich alles zusammen erledigen. Jawohl. Freuen wir uns schon, wenn wir dann fliegen können.
Remco wird sicher noch wachsen, dass wir fliegen können. Hier gibt es auch Nebenquests, siehst du. So wischt eine Hand die andere. Was wollen wir denn? Diese Bibliothek hat die größte Büchersammlung der Welt. Sie wird von vielen Menschen genutzt und das ist einerseits eine schöne Sache, andererseits gibt es deshalb auch viele Probleme. Unter anderem passiert es recht häufig, dass Leute Bücher ausleihen und dann nicht fristgerecht zurückbringen. Heute zum Beispiel warte ich schon den ganzen Tag vergebens auf 3 Rückgaben. Du kommst doch viel in der Welt herum, oder? Wenn ich dir sage, wo die 3 säumigen Bibliotheksbenutzer wohnen, könntest du sie dann vielleicht an die Rückgabefrist erinnern? Es ging um Mendele aus dem Weideland von Arve, Kevi aus der Zavari-Wüste und Kanlo vom Aschepfad. Kanlo kennen wir ja schon, ne? Auch wenn... Ach, und wenn die geliehenen Bücher auf dem Rückweg gleich wieder mit zurückbringen könntest, wäre das eine Riesenhilfe. Die Adressen sind jetzt so ungenau, keine Sorge, die Geister werden dich sicher direkt zu ihnen führen, das schaffst du schon. Ja, das mag sein. Könntest du recht haben. Das müssen wir schauen. Wo ist er denn? Was hat er denn? Was macht er denn? Du? Du bist doch der von einer Weile unsere Stützpfeiler ausgetauscht hat. Was fühle ich diesmal hier? Wir suchen nach jemandem. Kennst du eine Geier namens Higri? Higri, ich glaube nicht. Nein, tut mir leid, ich bin nur ein Lehrling und kenne mich noch nicht so wirklich aus in Lograzzo. Und fragst du nicht einen der älteren Archivare? Vielleicht können sie dir weiter. Mit Betonung auch vielleicht. Die meisten von ihnen interessieren sich nur für ihre eigenen Forschungen. Also setzt deine Erwartungen lieber nicht zu hoch an. Erst neulich habe ich den stellvertretenden Archivdirektor gesucht und jeder, der ich nach seinem Aufenthaltsort gefragt habe, hat mir einen völlig anderen Ort genannt. Das war Desinteresse pur, sag ich dir. Ich muss jetzt erstmal weiter suchen. Erzähl mir den Rest der Geschichte beim nächsten Mal, ja? Aber ach du, dass du es immer so eilig haben musst. Sei gegrüßt, sehen wir euch da. Suchst du etwas? Ja, ich suche eine Geier namens Higri, sagte der Name zufällig, oder was? Higri? Ja, sie ist eine unserer Archivarinnen. Wo genau sie sich gerade aufhält, weiß ich allerdings nicht. Sie scheint generell lieber für sich zu sein. Wenn wir versuchen, sie anzusprechen, lautet die Antwort meistens, wir sollen sie in Ruhe lassen und bloß ihr Heimatdorf nicht erwähnen. Das klingt, als hätte sich ihre Abneigung gegen Gute noch immer nicht gelegt. Es hilft alles nichts, wir müssen weiter suchen. Ihr sucht jemanden. Mein herzliches Beileid, ich weiß nur so gut, wie wenig hilfreich die Archivare sind, wenn man nach einer Person und nicht nach einem Buch sucht. Aber vielleicht kann ich euch ja behilflich sein, wenn ihr... Wen sucht ihr denn? Wir suchen nach einer Geier, die ursprünglich aus Gudyu kommt. Ihr Name ist Higri und soweit wir wissen, ist... Sie jetzt eine Archivarin in Lograzzo. Oh, ich kenne Higri. Übrigens sitzt sie weiter hinten im Archiv zwischen stapelweise Büchern versteckt. Es ist nahezu unmöglich, sie zu finden, aber folgt mir, ich führe euch zu ihr. Möchtet ihr mir erzählen, warum ihr Higri sucht? Im Gegensatz zu meinen Kollegen unterhalte ich mich ausgesprochen gerne mit Besuchern. Entschuldige, Higri, kannst du mich hören? Du hast Besuch, komm aus deiner Ecke. Besuch, aber ich kriege nie Besuch. Warte, ich komme raus. Ich glaube nicht, dass ich euch kenne. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir?
Diese Leute haben in Gudi einen alten Brief von dir gefunden und durch diesen erfahren, dass du noch am Leben bist. Sie haben mir erzählt, dass in Gudi einen Mann namens Watts gibt, der sich große Sorgen um dich macht. Er möchte, dass du nach Gudi zurückkehrst. Watts? Onkel Watts lebt noch? Das Dorf wurde doch komplett zerstört. Ihr fühlt mich doch nicht wieder an der Nase rum, oder? Nein, Watts lebt wirklich noch. Ob du es glaubst oder nicht, er wohnt immer noch in Gudi. Und das ist auch wirklich wahr? Watts war kein Krieger. All die Jahre dachte ich, dass er wahrscheinlich einer der Ersten war, der von der Katastrophe dahingerafft wurde. Ich bin sehr erleichtert zu hören, dass er noch am Leben ist. Aber es, so leid es mir tut, ich kann nicht nach Hause zurück. Wenn ihr meinen Brief gelesen habt, wisst ihr sicherlich, warum dieses Dorf war der reinste Albtraum für mich. Die Leute dort hatten nichts als ihre Tradition im Kopf und verteufelten alles, was neu oder anders war. Sie hatten kein Verständnis dafür, dass ich gerne Bücher gelesen habe. Sie behaupteten steif und fest, dass man alles, was man im Leben wirklich braucht, von den Alten lernt. Und wo sind jetzt die Alten und ihr Wissen? Sie sind alle weg. Die ganzen mündlich überlieferten Traditionen von Gudi wurden mit ihnen begraben. Das haben sie nun von ihrer Abneigung gegen Bücher. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, das Dorf zu verlassen, wenn du dich dort nicht zugehörig gefühlt hast. Aber mich persönlich hat die Kultur von Gudi schon immer fasziniert, vor allem ihre Töpferkunst. Es macht mich unendlich traurig, dass das nun alles aussterben wird, weil es kaum jemand mehr gibt, der die alten Traditionen weiterführen kann. Ha! Dann geh doch selber nach Gudi, wenn du das so toll findest. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Deinen Fremden wie dir würden sie wahrscheinlich nicht mal reden. Nun, also ich... Wie dem auch sei, mein Entschluss steht fest. Sagt Watts, dass ich mich freue, dass es ihm gut geht, aber ich werde nicht nach Gudi zurückkehren. Verstehe, wir richten es immer aus. Danke, dass du so offen zu uns warst. Okay. Dann haben wir noch einen Nebenauftrag, ne? Das kann man nämlich jetzt auch erledigen. Und dann haben wir es. Zumindest sind wir dann mal hier fertig. Oder müssen wir da drüben? Oh Gott. Das kann heiter werden. Das kann heiter werden, ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieder in den Turm rein. Und ich habe echt gedacht, wir haben ihn vielleicht hinter uns. Wobei, so schlimm ist es eigentlich eh nicht. Es wirkt verwirrend, als es im Endeffekt ist. Ja, das Buch ist es ja, oder? Nein. Hätte es sein können. Freund, wo? Wo bist du, Freund? Er hat aber komische Freunde. Mysteriöse Freunde sind das. Liegt eine Puppe auf dem Boden. So, heb's auf. Und haben wir Puppen. Das ist ein Vogel. Ich hab gedacht, der hat die auch im Käse und ich muss nicht die aufheben muss. Ja. Zum Glück habe ich nachgeschaut und bin nicht gleich gebordet, Alter. Bist du da? Aber okay, jetzt haben wir das.
Jetzt weiß ich nicht mehr, wo man. Gut, wir können Wurz Bescheid geben. Machen wir das, weil das ist gleich daneben. Das geht jetzt schnell. Wurz Bescheid geben, dann schwimmen wir dort lieber hin und her, bevor wir jetzt irgendeinen Blödsinn machen. Hätte ich gesagt, weil jetzt haben wir ja schon geil dort, ne? Denke ich mir, ne? Das ist ja geschickter. Okay. Oh, kein Dorf, das ist okay, wenn das in der Nähe ist, bitte. Dann fangen wir so an. Stimmt, der war ja hier. Genau. Der stand ja da irgendwo in so einer, um der Buch, um der Klippe halt. Stimmt, stimmt. Genau. Ja, nicht schlecht. Bist du ja wieder so einen Freund gefunden? Oh, diese Puppe, mit der haben mein Freund und ich immer gespielt. Ja, die ganze Zeit, ich hätte sie beim Umzug nach Tiana verloren. Das ist mein Freund in meinen Träumen erschienen, weil er sie mir zurückgeben wollte. Seltsam, wenn ich die Puppe umarme, habe ich das Gefühl, dass mein Freund ganz nah bei mir ist. Hey, danke für deine Hilfe. Hier, das möchte ich dir schenken. Ich hoffe, es gefällt dir. Vitalität, Elixier dreimal. Was? Wenn ich schon hier bin, schauen wir gleich. Logisch. Let's plan our next move. Okay, durchlucken. Am Aschepfad. Da ist da, wo wir das Buch holen müssen, ne? Ja, dann wissen wir schon, was als nächstes kommt. Dann gehen wir gleich das an und dann schauen wir uns weiter um. Holen wir mal alles zusammen. Damit wir da mal fertig werden mit den Quests dann. Sie war die Corner, sie war die Großmutter, ne, die uns da den Vulkanstein bekommen haben für den einen da. Kann ich mich alles erinnern? Du hast Buch, das nicht zurückgibst? Oh. Ah, mein Junge, bilde ich mir das ein oder bist du schon wieder gewachsen? Ich hoffe ja weiterhin, dass mein Enkel hierzu irgendwann einmal so groß und stark wie du. Aber bevor ich alte Plaudertasche dich in den Schwätzchen wicke, sagen wir was für dich zu mir. Was, ein Buch? Ach, stimmt ja. Ich hatte ja da tatsächlich etwas ausgeliehen. Eigentlich wollte ich meinen Sohn bitten, es zurückzugeben, aber in letzter Zeit ist er ständig bei der Arbeit und lässt sich zu Hause kaum blicken. Ja, da muss ich es dann wohl vergessen haben. Ja. Ja. Es kostet, das ist dir bewusst, oder? Aber wo du schon mal hier bist, könnte ich dir vielleicht bitten, das Buch für mich zurückzubringen, ja. Ich nehme mal gleich die Verspätungsgebühren mit. So, zur Mana Ader. Dann schauen wir uns jetzt dann um. Let's rest up. Flüsterpfad. Longland. Sturmspitze. Lafeia.
Monddichtfeste, auch nix. Nix. Nothing. Auch nix. Ne, super. Hin und dann spielen wir mit Wuskev weiter. Wuskev. Bei Wuskev steht ja hier. War jetzt so falsch. Dann können wir da mal das Kleinweiß abschließen. Aber ist schon mal gut, dass hier sonst nichts mehr ist. Bin ich froh. Weil prinzipiell sind die Nebenquests jetzt hier nicht groß, was ausschlaggeber, also schlagfertige Nebenquests. Das ist im Prinzip immer dasselbe. Darum bin ich froh, wenn wir nicht so zugeschissen werden damit. Darum geht es. Ne? Wenn du dann in anderen Games oder dann zugespammt wirst mit Nebenquests, die halt aber alle sich gleich am gleich anfühlen, ist das ganz schlimm. Hier kann man sagen, okay, geil ist es auch nicht, aber es ist nicht so tragisch. Ne? Man und die Quest, ein paar Sachen sind ja ganz interessant, so wie das mit Wots und so, okay. Kann man machen. Da hat zumindest ein bisschen eine Story. Aber für das ist halt nur irgendwas, sammeln wir dies, hol dies, ne? Ja. Braucht man es jetzt auch nichts, aber wie gesagt, Square Enix ist sowieso kein Unternehmen, das wirklich geil in den Nebenstories schreibt. Da kannst du froh sein, wenn du eine gute Hauptstory hast und dann ja, musst du dir Danke sagen. Also das merke ich bei den Games halt sehr immer. Ich mag auch teilweise die Nebenquests von Final Fantasy und so teilweise nichts sagen. Ne? Man, da muss man überhaupt drauf kommen, dass es überhaupt ein Nebenquest ist. Dann fangen wir da schon an. Schade, dass sich was beendet. Ah, ihr seid zurück. Bist du es gelaufen? Habt ihr Higri gefunden? Ja, sie war 10, Lograz. Sie arbeitet dort als Archivarin. Wir haben uns auch mit ihr unterhalten, aber... Sie wird sicherlich zurückkommen. Ich verstehe. Das hätte ich mir denken können, nachdem sie das Dorf ausdrücklich verlassen hat, weil sie es hier so unerträglich fand. Vielleicht ist das alles einfach von. Ist das alles einfach Teil von Gujos Schicksal. Die sturen Traditionen, die Higri so verabscheut, haben letztlich Gujos Ruin herbeigeführt. Was zum. Was war das? Etwa ein Monster? Und da war auch ein Hilfeschrei. Vertraut mir, ich habe gute Ohren. Der Schrei kam aus der Zavari-Wüste. Da muss etwas passiert sein. Du bleibst hier, wir gehen hin und sehen nach. Alles klar, seid vorsichtig, aber das wäre doch schon cool. Wenn wir dann vielleicht einmal so eine Nebenquest haben, mit vielleicht einem Bossfight. So einen versteckten, den man auslösen könnte zum Beispiel. Den nicht jeder macht. Also da drüben. Alter, ich hätte es wieder Blödsinn gemacht. Poster. Aber es ist kein Postfall, das ist nur so. Und ich glaube, Higri ist hier, ne? Ach, meine Beine, ich kann nicht aufstehen. Higri, alles in Ordnung, halte durch. Gegen so viele Monster habe ich nicht den Hauch einer Chance. Was soll ich nur tun? Joa, Higri. Oh, ihr seid es. Seid ihr hier, um uns zu retten? Tausend Dank, ich bleibe hier. Ihr kümmert euch bitte um die Monster. Ja, kein Problem. 40. Take
Cool. Wow, übel. Wow. Einen Moment lang dachte ich, unsere letzte Stunde hätte geschlagen. Vielen Dank für beherztes Eingreifen. Wo ihr gerade hier seid, ihr wart nicht zufällig auf dem Weg nach Guju. Wir wollten tatsächlich auch dorthin, um mit Watts zu sprechen, und ich glaube, es wäre gut, wenn ihr bei diesem Gespräch anwesend wäret. Gar kein Problem, wir können gern zusammen zum Dorf gehen. Und wenn es mir recht überlege, hier scheint noch immer ein wenig unter Schock zu stehen. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns noch einen Moment ausruhen und dann nachkommen. Das wird schon. Ich bin bestimmt gleich wieder auf den Beinen. In Ordnung, dann gehen wir schon mal vor. Wir treffen uns vor Ort. Ich komme mit Higri nach, sobald wir können. Jo, bleibst du wieder zurück. Wir haben ja gerade vom Monster geredet. Wir greifen die Nächsten an und fressen ja endgültig. Ist so schön. Soll nicht mein Problem sein. Ist ja nur Ausrede, damit sie nicht hinter uns herrennen. Ne? Weil sie das Spiel dann Angst hat, ne? Dass man dann auf einmal mit 5 Leuten oder mit den oder zu 6 oder was weiß ich durch die Wüste rennen. Wobei wir ja jetzt den eigentlichen Ding ja in der Truppe haben müssten, ne? Aber ist er nicht anwesend, der Ash. So. Ash bringt kein Cash, ja, leider. Was seid ihr wieder? In euren Gesichtern nachzuurteilen habt ihr die Monster besiegt, richtig? Ich muss euch wirklich dafür danken, dass ihr die ganze Zeit für mich in der Gegend herumlauft. Nehmt das hier. Und was genau waren das jetzt für Leute, die da überfallen wurden? Ah, das seid ihr. Tut mir leid, es hat noch ein wenig länger gedauert. Wer bist du? Ich bin Archivar und war eben auf dem Weg durch die Wüste, als mich eine Horde Monster griff. Diese netten Leute haben mich gerettet. Ich habe gehört, dass Guju wieder aufgebaut werden soll und bin aus Logazo angereist, um meine Hilfe beim Wiederaufbau anzubieten. Ich verstehe schon, ihr wollt keine Hilfe von den Fremden, habe ich recht? Was? Nein, im Gegenteil, ich bin so gerührt, dass es mir die Sprache verschlagen hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so etwas glücklich machen würde. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Worte jemanden zu Tränen rühren würden. Es war also doch die richtige Entscheidung, herzukommen. Higri, hast du das gesehen? Findest du deine alte Heimat jetzt immer noch so abscheulich wie früher? Higri? Was ich verabscheut habe, war die Denkweise der Bewohner, nehmen das Dorf an sich. Hallo, Onkel Watts. Higri, bist du das wirklich? Bist du zurückgekommen? Ich bin hier, weil ich sehen wollte, wie du auf Yua reagierst. Ich war mir sicher, du wirst seine Hilfe ablehnen, weil er ein Fremder ist. Aber das hast du nicht getan, warum? Tja, was soll ich sagen? Früher waren wir in Guju wirklich sehr skeptisch gegenüber Fremden. Immer stand die Befürchtung im Raum, dass die Veränderungen ins Dorf bringen könnten. Aber das alte Guju gibt es nicht mehr. Wir haben keinen Grund mehr, unseren alten Überzeugungen zu klammern. Und Yuas Hilfe ist genau das, was Guju jetzt braucht. Verstehe, es scheint sich wirklich viel geändert zu haben, inklusive dir, Onkel Watts. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich wieder nach Hause komme. Ich werde dir helfen, das Dorf wieder aufzubauen. Ich bin sicher, dass uns das Wissen, das ich mir in Logazo angelesen habe, dabei gute Dienste leisten wird. Oh, tausend Dank, ihr beide seid meine Rettung. Bitte, bitte nicht schon wieder weinen, Onkel Watts. Freunde, wir haben viel zu tun. Lasst uns Guju wieder aufbauen und dafür sorgen, dass das Dorf schön und besser wird denn je zuvor. That was a great new experience. Papa, Protoöl. Gut. Let's plan our next move. Da haben wir auch noch nicht hin können. Okay. So. Das war dies. Jetzt ist die Fiber One, die anderen jetzt nutzen. Zavari-Wüste und Weideland von Arve haben wir noch. Zavari-Wüste? Ja, das.
Ja, wir sind in der Zavari-Wüste. Where to next? Let's plan our next move. Da unten steht er. Erzähl. Der also. Das ist schon. Ja, super. Kriegen wir das auch gelöst? Dann ist ja perfekt, weil das ist ja jeden der Wüste. Ich weiß wieder davon. Haben wir das hier legen und dann haben wir nur noch. Ach weh. Und das passt mal eh. Dann können wir du da gleich nachschauen, wie es weit, wie es ausschaut. Hallo. Ja. Doch, schön euch wieder zu sehen. Was gibt es? Ich soll mich an ein Buch erinnern. Ihr sollt mich an ein Buch erinnern? Oh, stimmt. Ich hatte da ja was ausgeliehen. Muss das etwas schon wieder zurück? Oder war so beschäftigt, damit nach Oasen zu suchen, dass ich den Rückgabetermin vergessen habe? Dabei war das Buch, das mich überhaupt auf die Idee mit der Oase gebracht hat. Was ein Wunder in der Wüste. Hier, habt ihr es zurück. Mit schönen Grüßen an die Bibliothekarin. Die Karin, so. So, jetzt haben wir nochmal ein Buch. Ah, spielt nicht wie eine Flöte. Auch wenn es deinen Ohren töte. Mein. Ja, ich will nur winken. Okay, yay! Vielleicht können wir hier schon anlegen. Ah, das ist die kleine Insel. Hier war ja gar nichts. Da müssen wir sicher noch später nochmal hin. Hm? Stimmt. Nee, ist hier Hina geopfert worden. Stimmt. Ich kann mich wieder erinnern und entsinnen. Ich habe die Hina zum Seelenstein. Durch Orin, das Schwein. Ja. Hier legen wir jetzt an. Das passt eh, Ilustana. Na, das ist nicht das, was ich eigentlich möchte. Wir fangen hier an, so. Let's rest up. But Lydias, oder Leiders. Da ist einmal nix. Brittal, haben wir gesehen, ist nix. Ilustana. Ist eigentlich auch nix. Der Luca-Ruine wird nichts sein, Regio-Schrein ganz allein, Weideland von Arwe. Juch, hey. Das heißt, wir müssen dort einmal hin.
Supi. Dann holen wir das Buch. Bringen das alles zurück. Außer wir haben noch eine Quest hier. Wir haben eh gleich sehen. Ja, lass uns überraschen. Ah, sie ist es. Oh, ich hab das lange nicht gesehen. Schieß los, was kann ich für euch tun? Ein Buch. Ach du liebe Zeit, stimmt. Ich hatte ein Buch ausgeliehen. Das ist schon so lange her, dass ich es gerade vergessen hatte. Getreide, der Geschmack des Lebens. Das hier müsste es gewesen sein. Bringt es für mich zurück. Sehr nett von euch. Eigentlich wäre es sehr anstrengend, wenn ich es selbst zurückbringe, aber es ist gerade Erntezeit. Da kann ich meine Felder so schlecht allein lassen. Das ist ja auch das Reden immer. Ich werde mich persönlich bei der Bibliothekarin entschuldigen, sobald ich wieder mehr Zeit habe. Danke, dass ihr für mich einspringt. Es gibt einen Eintrag im Büchereiausweis. So. Let's rest up. Schnellreise. Kurs. Und da ist nichts. Ewige Brücke. Einbruch geben. Da sind wir endlich hin, aber das Plateau, joho. Freistadt Zata. Ich bin dein Vater. So. Nö, supi. Dann bringen wir die Bücher zurück. Das machen wir von hier. Das haben wir am besten, am nähersten jetzt noch dran. Irgendwie. Zu Lograzzo. Dann haben wir mal wieder Nebenquests abgeschlossen. Geil! So, bringen wir das zu Ende. Dann haben wir das erledigt. Sind wieder alle stolz auf uns. Wenn wir sonst nichts zum tun, dann sehen wir dann geh weiter. Das ist. Hauptaufgabe ist, die ganze Welt, die ganzen Probleme der Welt zu lösen. Von jedem Einzelnen. So. Da sind wir jetzt. Gut, dass tatsächlich alle Bücher dabei. Das muss eine ganz schöne Rennerei gewesen sein. Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Gut, dass es auf der Welt auch Leute wie dich gibt. Da habt ihr ein kleines Dankeschön. Das war eine great new experience. Binsenweisheit. Ja, servus. Die Binsen. Let's use the Meridian to travel. Okay. So, komm. Wir schwimmen gleich nochmal da mal hin, wo wir hin müssen. Gut. Und dann haben wir das auch so weiter mal schon erledigt. Perfekt ist das. Perfetto. Ja, jetzt war ja bald wieder falsch gekommen. So, hier müssen wir ran. Ich glaube, wir wollen jetzt ja Mana-Göttin.
Es wird ja schwerer Aufstieg. Man, der Aufstieg, der kann gerade so schwer werden, aber das Hinkommen dann oder dort dann weiterkommen, könnte problematisch werden wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Na gut, dann sind wir hier, okay. Dann rennen wir bis zum Speicherpunkt. Und das war's dann, meine lieben Freunde. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.